Willkommen, meine lieben Freunde. Ein neuer Abend bricht über unseren Köpfen ein. Es gibt viel zu tun in unserem Abenteuer. Es ist noch lange nicht beendet. Und wir setzen die Reise fort. Und so langsam glimmert es am Firmament. Der Nachthimmel zeigt sich und die Sterne lugen hervor. Erblicken euch und sagen einfach mal, also alle Sterne sprechen jetzt im Kanon und sagen: Recht herzlich willkommen, ihr dort draußen, ihr lieben Zuschauer, weiter geht's bei Final Fantasy 15. So, da steht jetzt, wo sie einst lebte, rechts, in den Zug steigen. Nein, machen wir nicht, wir steigen noch nicht in den Zug. Wir müssen jetzt für hier, wir machen jetzt Tugger-Mission. Hammer Diner, Tuggers Pitstop. Und der will, dass wir nach Lestalum reisen. Und er dort die Zutat besorgen. Er hat tatsächlich gesagt, wir sollen die Zutat besorgen. Wir sollen tatsächlich nur die Zutat. Ich weiß nicht, was er damit meint. Die Zutat. Das ist so vage hier. Lestalums Leckereien. Vielleicht steht hier mehr. Auf Lestalums belebten Märkten gibt es eine Zutat, die sonst nirgendwo zu halten ist. Doch Tucker hat momentan keine Zeit für eine Tour in die entfernte Stadt. Darum bittet er Noctis die Zutat an seiner Stadt. Gut, wir besorgen jetzt die Zutat für ihn. Und hoffentlich finden wir die denn überhaupt. So, die Zutat besorgen, automatisch fahren. Kann ich mich denn da... Jawohl. Hinteleportieren, mag man gar sagen. Nein, wir gehen im Schnellverfahren. Reisen wir dahin. Was? Game over? Nee. Hab ich was falsch gemacht? Das muss man mir jetzt... Ist das jetzt in weiser Voraussicht, dass man hier Game over gehen kann? Sagt man mir das jetzt, weil ich so schlecht spiele? Das Spiel endet, wenn Noctis EP Maximum 0 erreicht. Das ganze Spiel dann vom letzten Speicherpunkt aus fortsetzen. Okay, gut. Ich hoffe, das wird niemals passieren. Bisher sind wir, glaube ich, noch nicht... wir sind noch nicht gestorben bisher. Das muss ich mir eigentlich mal... Krass, das muss ich mir mal vor Augen gerade werfen, ja? Auf meine Netzhaut projizieren, dass wir noch gar nicht gestorben sind. Das ist aber erstaunlich für mich. Normalerweise sterbe ich instant in jedem Spiel einmal, zumindest am Anfang. Bis ich den Dreh raus habe, aber hier noch nicht, ne? Aber das, ich will es nicht beschwören. Never say never, das kann jederzeit passieren. Wir wollen es nicht hoffen. Jetzt aber erstmal geht's um die Zutat von Tucker und ich glaube nicht, dass wir dabei vielleicht sterben können. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass wir auf dem Markt unglücklich stürzen und dann mit dem Kopf auf so einen Marktstand knallen. Dann sehen wir nicht nur Sterne, dann sehen wir wahrscheinlich auch das Blut aus allen Augenöffnungen und aus dem Mund laufen, dann wäre nämlich tot. Das wäre traurig. Eine Lebensmittelvergiftung kann uns auch den Tod hier bringen. Vor allem hier in Lestalum, wo die Marktware einfach Tag und Nacht offen steht. Jawohl. Ach, und hier gibt es ja auch noch, wir haben hier auch noch Quests da unten, ne? Da will irgendjemand was von uns. Ach, hier Drecksau. Beibe, der fette Lost-Mann will noch von uns etwas. Können wir auch gleich machen. Hätte ich auch Bock drauf. Aber jetzt will ich erstmal eine Leckerei finden. Denn Tucker, der braucht die einfach. Der braucht die. Könnt ihm auch einfach hier noch so einen Nudeltopf mitbringen. Alles leckerer als das, was er uns bieten kann in seinem Laden. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Gut, dass wir auch dahin gelost werden. Wäre nämlich nicht schlimmer, als wenn sie uns sagen, ja, hier, du hast deine Mission, finde es selbst raus. Finde doch die Zutat in Lestalum. Das einfach nur gigantisch ist. Gehe ich hier richtig? Nee, komm hier doch bestimmt gleich rum, oder? Ah, nee, komm. Gehe ich halt hier lang. Ja, ne? Hier pulsiert das Leben. Hier steppt der Bär. Hier tanzen die Leute auf den Tischen. Guck dir das mal an, was hier abgeht. Krass. Nein, wir müssen hier Parallelstraße aufsuchen. Und da sind auch unendlich viele Quests noch. Also hier sollten wir auf jeden Fall auch noch einige Erledigungen machen. Oh. Hoho. Was meint ihr denn hier eigentlich? Und was ist das für ein... Ja, ich weiß, das Spiel heißt Final Fantasy, ne? Fantasy. Aber selbst in meiner kühnsten Fantasie... Nein, nein! Nein, was... Ich will nicht... Was ist passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich wollte das hier angucken und nicht diese alte Frau, die gezeichnete alte Frau. Aber was ich sagen wollte, in meiner kühnsten Fantasie würde ich als Frau sowas tragen. Oder? Wie hier links, die Dame, ne? Das ist ja schon Porno.
Das Ordinär. Das ist echt. Warum wurde eben der Blick auf dieses Bild geworfen? Ich verstehe es nicht. Das Spiel nagt an mir irgendwie so ein bisschen. Egal, wir sollen eine leckere Zutat holen. So, ist das das hier? Das ist die besondere Zutat. Das sieht aus wie irgendwie so Weizenklei oder so eine Scheiße. Oh nein. Ist das dein Ernst, alter Mann? Das verloren. Irgendwie, ich glaube, in dem Spiel herrscht so eine allgemeine Problematik, was das Liefern von Sachen anbelangt, ja? Kann das sein? Irgendwie alle Lieferwagen oder so, die werden überfallen oder keine Ahnung, oder fahren in den Graben. Auf jeden Fall, ich musste schon so viele Lieferwagen begutachten. Jetzt müssen wir tatsächlich das Lieferpäckchen hier irgendwo in einem Kilometer Entfernung abchecken. Wo denn? Da unten. Hier, das ist eine Militärstation da in der Nähe, müssen wir. Ich werde da jetzt noch... Ich fahre da hin oder... Chocobo? Nee, ich fahre hin, ne? Moment, ich... Nee, hier lang. So, dann wollen wir uns doch direkt mal dorthin begeben. Und das verlorene Paket bergen. Das ist ja kein großes Ding für uns. Zwar in der Nacht, aber ich hoffe ja, dass wir attackiert werden. Ich mag das. Ich mag das. Nächtliche Übergriffe. Da kann ich nie genug von kriegen. Vor allem, wenn man da sehr viel Erfahrung sammeln kann. Na, in-game, ne? In-game. Ich spreche nicht von der Realität, ich spreche von Spielen. So. Nein, nicht von... Nein. Du fährst mich sonst wohin, wo ich nicht hin will. So. Oder wo fährst du mich hin? Da sollst du mich hin, ja? Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und so haben wir dann halt nochmal eine Nachtfahrt. Die natürlich einige Gefahren bergen kann. Aber ich finde einfach die Atmosphäre nachts sehr viel schöner. Und inmitten dieser vier gestandenen Prachtbuben müssen wir ja keine Angst haben. Da können wir auch gleich mal hier Battle One raushauen. Oh yeah! Oh, man muss schon sagen, Final Fantasy hat schon einen der besten Soundtrack-Reihen für sich beansprucht, oder? Nee, man muss schon sagen, die Musik aus den Spielen ist größtenteils wirklich immer zur Klasse. Und deshalb finde ich es umso geiler, dass man hier beim Fahren Musik hören kann. Man kann, glaube ich, auch einen MP3-Player irgendwo kaufen und das dann auch beim Laufen hören. Muss ich natürlich auch mal gucken, wo wir das Teil kriegen. Könnt ihr mal in den Kommentarteil unten packen. Könnt ihr mir sagen, genau hier, dort, da, bei dem Strich am Straßenrand kannst du einen MP3-Player kaufen für wenig Geld. So aus China, so ein Plagiat-Dingens vom Laster gefallen, ja. Mache ich dann kaufen, dann können wir so auch mal ein bisschen Musik hören. Gott sei Dank ist die auch, glaube ich, die sind ja nicht GEMA gesichert, oder? Ne, lizenzfrei darf man, ne? Zumindest jetzt im Spiel, ja? Da darf man das. Was? Within the Giant? Knallharte Songs hören wir hier. Und wir müssen mal gucken, wir haben auch noch nicht alle Soundtracks, glaube ich, gesammelt, ne? Ne, da fehlen uns noch ein paar. Oh ja, die Musik passt gerade. Lass an die Musik! Denn das, was vor uns liegt, ist mehr als gefährlich, kann das sein? Wolframator! Zwei Stück davon. Haben wir eine Chance gegen Wolframatoren? Ich glaube nicht, oder? Nein! Ich warte mal ganz kurz, bis die Wolframatoren im Boden verschwinden. Einen würde ich mich ranwagen, zwei habe ich Angst vor. Das liegt auch an den
überdimensional großen Lavaklingen. Ich glaube, da reicht ein Hieb und wir sind tot. Warte mal, kommunizieren die miteinander? Ist ja auch mal interessant zu sehen, ne? Wie Wolframatoren kommunizieren. Die haben eine eigene Sprache, ne? Das ist so ein Raun, so ein Grunzen. Was, das sind die gleichen Phonomen. Ja, knall mal rauf. Warte mal, wir kriegen die tot, oder? Prompt, du hast eine Pistole, schieß einfach aus der Entfernung. Ich will einen besiegen nur. Alter, ich wag mich einfach nicht ran. Oh! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Das sieht ja jetzt schon viel ab, obwohl ich nicht mal in der Nähe bin. Nee, komm. Alter. Prompto! Was passiert da nur mit dir? Ey, ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich von Wolframatoren mal angegriffen werde. Alter! Ich will das einsammeln. Kann ich nicht. Okay, gut. Ich gehe zu Fuß weg. Chocobo! Ich renne erstmal hier raus. Ich reite da jetzt. Auto ist natürlich, dann müssen wir abschleppen. Ne? Tut mir leid. Ich wag mich da nicht mehr in die Nähe. Habt bitte ein bisschen Nachsicht, ja? Stellt ihr mal vor, ihr geht irgendwie, fahrt in die Stadt, schließt euer Rad irgendwo, ihr fahrt mit dem Rad in die Stadt, ja? Malt euch das mal aus. Schießt er da irgendwo an einem Geländer, kommt zurück, auf einmal steht da ein Wolframator oder zwei Wolframatoren neben eurem Fahrrad. Würdet ihr das versuchen wegzunehmen? Ich glaube nicht. Also ich zweifle, dass ihr das machen würdet. Jetzt sagt ihr natürlich, ihr würdet es tun, aber das ist doch gelogen. Ihr wollt doch nur mutig wirken. Seid ihr auch so schon? Was? Chocobo Combo? Nein, Chocobo hat die Fertigkeit, Chocobo Combo erlernt. Im Kampf kann er dem Gegner nun durch einen Kombinationsangriff Schaden zufügen. Das ist cool. So. Jetzt geht's auf jeden Fall mal im Galopp zu unserem Ziel. Und wir können uns dann zum Regalia jederzeit wieder zurück teleportieren. Na, super. Was bist du für einer? Ach, auch ein Wolframator, ja. Genug davon, ey. Gegen die werden wir es auch nochmal aufnehmen können, irgendwann. In ferner Zukunft. Da liegt was, aber ich habe Bock, das jetzt aufzusammeln. Bin ja kein PET-Flaschensammler. Zumindest im Spiel nicht. Ja, Leben ist was anderes. Da kann man ruhig mal ein paar Flaschen aufsammeln. Tut man nicht nur seiner Geldbörse was Gutes, sondern auch der Umwelt. Aber wie gesagt. Jetzt nicht, Moment. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang, sonst kommen wir da gar nicht mehr weiter. Weil eine Brücke ist. Hier sind wir nämlich bei der Korteth-Platte. Ach, Chocobo, das schaffst du nicht. Tut mir leid. Dass ich es denn versucht habe, dir sowas zuzumuten. So. Also dann ganz geschwind geht's dann noch ein Stückchen weiter. Meter. Und da bin ich mal gespannt, was denn da passiert ist. Weil das Lieferpaket ist bestimmt nicht einfach so verloren gegangen. Entweder der Lieferant hat sich abgesetzt mit dem Paket und hat die Zutat selbst benutzt. Ich weiß ja nicht, wie man die einnimmt, ob man die oral absorbiert oder pellicular durch die Haut sich irgendwie das einreibt. Man weiß es nicht. Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Es kann aber natürlich sein, dass die Lieferung überfallen wurde von irgendwelchen Assis. Aber das schauen wir mal. Jawohl, cool. Wir können zumindest ein bisschen gleiten. Ach du Scheiße. Nee. Das ist ein Riesenhornapparat, ne? Sehr fantasievolle Kreatur. Ja, mit der Gruppe mindestens 74.100 Punkte Schaden. Schaffen wir nicht. Alpha Garula, tut mir leid. Das tut schon gut. Ach komm.
So, Gladiolus ist, glaube ich, hier der am besten Punkte austeilen kann. Ah, verdammt. Prompt, tut mir leid. Oh ja. Jetzt reicht's mir aber hier. Was passiert denn hier mit mir? Komm, das ist ein schwaches Monster. Was kacke ich denn hier ab? Das ist ja peinlich. Das ist ja wirklich schon schlimm. Noctis, guck mir das nicht an. Das war auch echt ein schwerfälliges Teil. Nicht wirklich schnell, aber irgendwie wuchtig, ne? So, dann lassen wir dich erstmal ein bisschen laufen. Vielleicht läufst du gerade ein bisschen zu viel für mich. Jetzt aber. Also los! So, Gladiolus. Beende das mal. Ganz gemächlich. Mission zwar wieder verkackt, wie immer. Aber dafür haben wir jetzt noch das Baby, was wir töten können. So, es wäre auch grauenvoll, hier den Jungen weiterleben zu lassen. Wenn wir gerade Mama getötet haben. Nee, komm. Das ist jetzt. Das ist Gnade, die wir hier walten lassen. Oh ja. Okay, und hier nochmal so ein bisschen von der Seite, ne? Wer furzt denn da immer? Ist ja eklig. Stinkt doch. Ein Schuss zertrümmert das Teil. Mischen die sich hier noch mit rein. Aber damit haben wir es auch geschafft. Ja. Das ist doch ganz gut. Und hier ist jetzt die besagte Lieferung. Mal schauen, was da so drin ist. Lieferpäckchen. Na, sowas. Furloch. Oder Furlock. Das Paket bringen, machen wir. Ich glaube, wir reisen mal zum Legaia zurück, ja? Wäre, glaube ich, die sinnvollste Lösung. Nee, Moment. Zurück zum Legaia. Und von dort dann zu Furlock ihm die ganze Scheiße abgeben. Und damit unsere kleine Liefermission erfüllen. Ja, das machen wir, ne? Das machen wir noch. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir, wie es weitergeht. So, da sind wir. Und es sind keine Wolframatoren in Sichtweite, oder? Nee, man weiß, vielleicht sitzt da gleich einer irgendwo im Auto. Ja. Das wäre noch gruseliger. Jetzt machen wir mal die automatische Fahrt. Aufgabenziel. Da. Und ich bin jetzt ganz dekadent und gebe mein ganzes Geld dafür aus, dass er mir nochmal ein Ladescreen zeigt. Schön. Gesundheit LP, ja. Mhm. Und ja, dann gehen wir das ab, wie gesagt, und dann weiß ich gar nicht. Dann bleiben wir wahrscheinlich in Lestalum auch in der nächsten Folge noch. Und ihr seht das, wir reisen immer so ein bisschen und machen jetzt hier mal in Lestalum ein bisschen was, dann wieder in Hammerhead, dann geht's vielleicht mal nach Altisha. Und ich will jetzt nicht das abgrasen und sagen, wir machen jetzt hier alles und es ist dann auch ein bisschen eintönig vielleicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal zu Dino und für ihn das noch machen. Das erwartet er von uns. Ja, wobei mittlerweile dürfte er gar nichts mehr von uns erwarten, weil wir ihn einfach so lange haben sitzen lassen. Was auch ziemlich, ziemlich bitter traurig ist. Der hat uns immer so vertraut. Der wollte seinen eigenen Schmuckladen eröffnen, seinen eigenen Juweliergeschäft irgendwo aus dem Boden
stampfen, aber was tun wir? Wir reisen aber weg nach Aetishia mit dem Zug nach Tenebrae und da haben wir ihn ganz vergessen. So, jetzt aber. Also dann noch einmal hinauf. Da können wir leider nicht rüber. Ach komm schon. Ah, die Stadt hat Charme. Sieht zwar hier und dort ein bisschen verranzt aus, ne? Aber ich glaube, das ist auch der Zweck, ne? Das sollte auch so sein. Guck mal, die Palmen könnten auch mal gewässert werden wieder. Moment, ich glaube, ich muss hier hoch. Genug gespielt, ihr Scheißkinder, lass mich vorbei. Hier um die Ecke. Ah, mal gucken, ob hier meine Freundinnen noch sind. Damit man hier nicht das Oma-Bild, ne? Da, ne? Nee. Leider nicht mehr da. So, der Prinz ist da und er hat ein ganz tolles Päckchen mitgebracht. Nein, 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 ich will nichts kaufen. Nimm jetzt deine Scheiße an. Hier. Natürlich. Jetzt will ich wissen, was ist die Zutat? Und? Ja, was ist es denn? Können wir es nicht mal spezifizieren? Anscheinend nicht, ne? Okay. Also dann noch einmal zurück zu Taka. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch. Ihr mögt euch an den Kopf fassen und sagen, jetzt kann er nicht schon wieder die Schnellreisefunktion benutzen. Das ist ja ein Hin und Her hier. Oh, ja, ist es leider. Aber das erwartet die Quest und somit das Spiel von uns. Macht ja nichts. Wir sind ja dann gleich auch wieder bei Taka. Und von Taka wollen wir dann natürlich wieder hier zurück nach Lestern, weil hier auch so viele Missionen sind. Wenn Taka denn nicht noch was anderes für uns zu tun hat. So. Das machen wir auch nochmal. Genau. Auf die gleiche Art und Weise. Ganz gemütlich durch den Ladescreen. Und ja, wir müssen auch nochmal gucken bei den Schokobo. Die wollen wir auch nochmal ein bisschen konfigurieren. Vielleicht dann auch mal den Farbton ändern und dann können wir da auch nochmal ein bisschen weiter reiten. Und es gibt ja auch Schokobo-Rennen, habe ich mich auch noch gar nicht mit befasst. Man merkt, es gibt so viele Dimensionen, mag man das schon nennen, die man hier noch schön bespielen kann, wo man noch Erfahrung sammeln kann und vieles noch erlebt, kriegt hier, ja, und das machen wir auch noch. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen, jetzt erstmal Taka befriedigen, denn, ja, der kriegt von zu Hause ist er wahrscheinlich sehr frustriert, da läuft es nicht mehr so richtig in seiner Familie. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau schon mittlerweile auch, die hat wahrscheinlich ihre Liaisons, ihre Lover, ja, Takas Frau, die, klar, wenn man mit so einem Fahrrad ist wie Taka, da schaut man sich natürlich nach jedem um, der an einem vorbeigeht, fast schon. Ne? Das ist, da muss man ja frustriert sein, wenn so ein Typ wie Taka immer abends oder nach der Arbeit nach Hause kommt, ja, die Frau ist bestimmt vollkommen abgenervt, da läuft ja auch nichts mehr dann, ne? Der Typ, der riecht nach Bratenfett. Sieht aus wie sonst wer, ey. Wie so ein Forrest Whitaker. Will nicht sagen, dass Forrest Whitaker hässlich ist. Aber... ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt sind wir hier. Und werden wir ganz kurz nochmal... müssen wir tanken eigentlich? Ich glaube, ich mach das lieber mal. Sicherheitshalber. Kann nicht schaden. Wir haben ja auch noch ein paar Gil übrig auf der hohen Kante. Und für den Anblick kann man ruhig öfters mal tanken. Uha. Das ist mir eine. Schnuckelchen, du. Die Entwickler, das sind die, haben es faustdick in den Ohren gehabt, also dass sie animiert haben. Deinem Quellcode von Spiel kann mir niemand erzählen, dass irgendwo auch noch hier von Sydney so ein hüllenloses Skin. Das weiß ich. Das hat nur noch niemand gefunden. Wenn man, ohne Witz, wenn man diese Claudia Klaustra oder wie die heißt, aus Aetishia nackt hat im Quellcode, mit barem Busen, dann gibt's das von Sydney auch. Alles andere wäre echt krass. So, ja. Mhm. So, ich hab was für dich.
Ich hab die Zutat. Tasukatta. Zuiben taideou ni mochikaette kita na. Genau. Moteru dake motte kita wa. Ikura da? Tada. Mazui koto o shite nai daro na. Shite nee yo. Tadashiku te ni ireteru. Sou ka. Warukatta. Tsui mukashi o omoidashita. Mou 30 nen mae da. Koko de meshi o nusumou to shita no o Shido-san ni mitsukatte. Genko tsukuratte hobo sareta. Ma, toriaezu kore o yaru. Ja, da tun sie ja richtige Abgründe auf. Das erfahren wir sogar noch von seiner Kindheit. Ist ja fast schon schön. Fast schon schön, aber nicht schön genug. Sex-Samurais und Shia-Kokoma und alles möglich. Bringt uns nichts, weil in der Gegenwart kann ja der gute Ignis, glaube ich, nicht mehr kochen. Und es gibt noch eine Aufgabe, die nehmen wir aber das nächste Mal erst an, liebe Leute. Das war's nämlich schon wieder. Für diese Folge, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude. Ich hatte sie auf alle Fälle. Allein durch eure Präsenz, die ich die ganze Zeit gespürt habe, war das für mich ein Traum. Und ja, liebe Leute, das war's. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, bleibt ihr bitte ganz gesund, munter und glücklich. Macht was aus eurem Leben, denn es ist sehr viel wert. So, das sei gesagt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!